Hallo, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Business AM am Mittwoch. Bei der US-Vorwahl der Demokraten in Pennsylvania zeichnet sich ein deutlicher Sieg für Hillary Clinton ab. Wie CNN meldet, liegt die ehemalige First Lady nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen bei 55%, ihr Konkurrent Obama lediglich bei 45%. Kurz nach Schließung der Wahllokale hatte es noch nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen ausgesehen. Dies hätte vermutlich das Aus der New Yorker Senatorin im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur bedeutet. Nun gehen Beobachter davon aus, dass der zuletzt immer heftiger geführte Schlagabtausch zwischen Hillary Clinton und Barack Obama bis zum Nominierungsparteitag der Demokraten Ende August weitergehen wird. Bei den Republikanern steht Senator John McCain als Präsidentschaftskandidat seit langem fest. Angesichts der Rekordpreise bei Euro, Öl und Nahrungsmitteln sorgen sich Ökonomen zunehmend um das globale Wachstum. Die Ölpreisrallye drohe zu einem größeren Risiko für die Weltwirtschaft zu werden als die Finanzkrise. Der Ölpreis sei klar das wichtigste Problem, hieß es bei der Bank of America. Gestern hatte WTI Leichtöl die Marke von 120 Dollar pro Barrel nur knapp verfehlt. Und seit Jahresbeginn ist der Ölpreis damit um fast 20% gestiegen. Zu Lasten von Verbrauchern und Unternehmen. Die US-Fluglinie Delta kündigte in der Nacht an, die Ticketpreise um bis zu 20% zu erhöhen. Und die Ölpreis-Hoss dürfte weitergehen, auch weil Investoren zunehmend aus dem Dollar flüchten und vermeintlich sichere Anlagehäfen suchen. So notiert der Euro nur knapp unter der gestern übersprungenen Marke von einem US-Dollar 60. Auch hier lässt die Inflations- und Zinsrhetorik der Europäischen Zentralbank nicht auf eine Trendwende hoffen. Die USA wollen ausländische Investoren verstärkt überprüfen. Wie die Financial Times unter Berufung auf das US-Finanzministerium berichtet, sollen Eigentümer und Führungskräfte ausländischer Unternehmen künftig durchleuchtet werden, wenn sie sich in US-Unternehmen einkaufen wollen. Im Fokus stehen dabei zum Beispiel Armeedienste oder Regierungsarbeiten. Der spanische Telefonkonzern Telefonica prüft nach FDD-Informationen den Kauf des niederländischen Rivalen KPN. Von Interesse ist dabei vor allem die deutsche Mobilfunktochter E+. Ein Übernahmeangebot liegt aber noch nicht vor. Infineon arbeitet mit Hochdruck an einem Verkauf der hochdefizitären Speicherchip-Tochter Qimonda. Nach FDD-Informationen wird bereits mit Konkurrenten wie Hynix, Micron und auch Finanzinvestoren verhandelt. Infineon legt heute Zahlen vor, wegen Qimonda muss der Konzern einen Milliardenbetrag abschreiben. Die angeschlagene Mittelstandsbank IKB hat ihre Verlustprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. Der Vorstand gehe von einem Minus von 200 Millionen Euro aus. Bislang war von 800 Millionen Euro die Rede. Als Grund nannte die IKB Neubewertungen in der Bilanz. Öl und Euro auf Rekordniveau, dazu gemischte Unternehmensdaten und oftmals dürftige Prognosen. Doch die Märkte halten sich eigentlich ganz gut, auch wenn der DAX zu Handelsschluss gestern litt. Ja, und auch für heute gibt es jede Menge Daten für gute oder eben auch für schlechte Zeiten. So befürchtet die US-Aufsicht laut FT weitere Bankenpleiten und auf der anderen Seite sorgt Yahoo mit einem besser als erwarteten Ergebnis für Erleichterung. Hier die aktuellen Daten. Der Dow Jones verliert 0,8% auf 12.720 Punkte. Der Nikkei legt um 0,6% zu auf 13.625 Zähler. Der DAX notiert bei 6.728 Punkten ein Minus von 0,9%. Und der Euro, der notiert etwas leichter bei einem US-Dollar 59,72. Der Bundestag befasst sich in einer aktuellen Stunde mit den hohen Lebensmittelpreisen. Ex-Postchef Zumwinkel will sich auf der Arkandor Hauptversammlung in Düsseldorf erneut in den Aufsichtsrat wählen lassen. Im Parteiausschlussverfahren gegen Wolfgang Clement will die Bochumer SPD heute ihre Entscheidung bekannt geben. Und der CDU-Kreisvorstand in Biberach entscheidet über die Aufnahme des ex-grünen Metzger. Und Zahlen gibt es natürlich auch noch, unter anderem von UPS, Boeing, Apple, Sony Ericsson, Amazon und Mac. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen früh um 7 wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.